Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist von den Propheten über den Menschensohn. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gottesdienst heute am Sonntag Estomihi. Im Volksmund heißt er auch der Fastnachtssonntag oder auch sogar der Tulpensonntag. Dieser Gottesdienst ist ja bei uns nach der Tradition der Markusgemeinde in den letzten Jahren immer ein besonderer Gottesdienst. Er ist heute deshalb besonders, weil unsere Konfi-Gruppe ihn mitgestaltet und auch für die Aufnahme des Gottesdienstes verantwortlich ist. Außerdem gibt es ja schon die Tradition, dass die Predigt dieses Gottesdienstes in Reimen geschieht. Ich habe mich diesmal wieder herausfordern lassen und auch das wieder so gestaltet. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und lade Sie ein, sind Sie bei dem Gottesdienst mit den Liedern, mit den Gebeten auch mit dabei. Schön, dass Sie wieder da sind. Und jetzt bitte ich die Konfis, mit ihren Kerzen einmal hier nach vorne zu kommen. Das ist André Glöckner. Das ist Ellen Elsässer. Florian Laufs, der heute unser Kameramann ist. Lilly Bahn ist mit dabei. Und Peer Fischer-Bernhardt. Wir singen jetzt das Lied Eingeladen zum Fest des Glaubens. Man schätzt zögernd viele gern.
diesen Gottesdienst als ein Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, Wahrheit, die befreit und Kraft, die uns erneuert. Amen. Wir loben Gott mit den Worten des 31. Psalms. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden und errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, dass sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele. Und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Herr, auf dich traue ich. Lass mich immer mehr zu Schaden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Jesus, unser Herr, du stehst am Rand der Wüste. 40 Tage gehst du in die Einsamkeit. In der Stille suchst du Gott. So lange verzichten wir schon. So lange ist es schon still um uns. Öffne mit deiner Wüstenzeit den Blick für unsere eigene Wüste. Lass uns den Sternenhimmel schauen, der über jeder Wüste aufgeht. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht bei Markus Kapitel 8, die Verse 31 bis 38. Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und von den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach? Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja! Wir singen das Lied 545, wir ziehen hinauf gen Jerusalem.
Wir haben hier eine Wüstenlandschaft aufgebaut und die Konfis haben für sich mitgebracht, was sie mit Wüste verbinden und was Wüste für sie bedeutet. Ja, dann bitte ich euch jetzt erstmal, sagt in ein, zwei Sätzen, was ihr mit Wüste verbindet. Ich bitte dich, Ellen, mal damit anzufangen. Mit Wüste verbinde ich Dürre, deswegen habe ich den Stock mitgebracht, weil er für mich die Trockenheit der Wüste gut widerspiegelt. Ich verbinde mit Wüste Vergänglichkeit und deswegen habe ich ein Schönheitsviertel. Ich verbinde mit der Wüste Vergänglichkeit und deswegen habe ich einen vertrockneten Stock mitgenommen. Ich verbinde mit der Wüste Trockenheit und deshalb werde ich Sand mitnehmen. Ich verbinde mit der Wüste Ewigkeit, Einsamkeit und Hitze und deswegen habe ich den Laken mitgebracht, um sich von der Sonne zu schützen. Ich verbinde mit der Wüste eine unendliche Landschaft, wo nicht viel existiert, außer ab und zu eine Oase. Deswegen habe ich eine Palme mitgenommen. Ja, dann lade ich euch ein. Legt euren Gegenstand in der Wüste ab, da wo ihr einen Platz dafür seht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christ gewisslich mit euch allen ist. Die Liebe Gottes möge desgleichen niemals und nirgends von euch weichen. Dazu die Gemeinschaft im Heiligen Geist, die brauchen wir zu allermeist. Liebe versammelte Christenheit, an diesem Sonntag ist's soweit. Wenn Esto Mihi im Kalender steht, die Predigt in Knittelversen geht. Am Tulpensonntag, das ist klar, gehören alle in die Narrenschar. Wenn der Mops mit der Wurst über den Spucknapf springt, wenn der Storch den Frosch in der Luft verschlingt, wenn der Pfarrer die Predigt in Reimen bringt, dann ist es soweit, dann beginnt die liebe Fastenzeit. Doch vor des Fastens spröder Strenge schlägt jeder gerne nochmal über die Stränge. Die Fastnacht feiert jeder Mann und jeder Frau, nur mit dem Fasten nimmt man's nicht so genau. Heute der närrische Bänkelsang hat einen ganz besonderen Klang. Erzählt von jenem hebräischen Propheten, der wirkte ohne Honorar mit Euromoneten. Auch bekannt als Jesaja der Dritte, der predigte in der Judenmitte. Doch hat er auch in unseren Tagen der Christlich-Kirch etwas zu sagen. Darum spricht Jesaja der Prophet, wie es Israel mit dem Fasten ergeht. Die Geschichte beginnt von vorn, Gottes Volk weckt Gottes Zorn. Dem gefällt die ganze Richtung nicht, darum ruft er Jesaja zum Gericht. Der soll dem Volk in seinen Hungertagen diese strenge Botschaft sagen. He Prophet, hör auf zu raunen, donnern sollst du mit Posaunen, in meinem Auftrag nun verkünde meinem Volk seine große Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag, stellen mir stets Frag für Frag. Doch mein Recht, das ist ihnen gerade Schnurz. Gerechtigkeit kommt viel zu kurz. Sie protzen mit ihren Fastentagen, wollen mir das Ohr voll klagen. Wir kasteien uns bis zur Qual, doch dir, Gott, ist das ganz egal. Ja, spricht Gott. Ihr fastet mit sauren Mienen, wollt aber fleißig Geld verdienen. Mit eurem Loch in eurem Magen hört ihr nicht auf, die Arbeiter zu plagen. Ihr hört zwar auf, Köstliches zu essen, poliert dafür den anderen die Fressen. Euer Bitten soll in meinen Ohren, na, dann fast anders, ihr Toren. Ihr kommt daher in Sack und Asche und glaubt, ihr hättet mich in der Tasche. Und der Kopf hängt runter wie beim Gras und das sei nur für mich zum Spaß. Jetzt sage ich euch mal ganz unverstellt, was für ein Fasten mir gefällt. Lass los, die du mit Unrecht hast gebunden und die du unterm Joch geschunden. Brich mit dem Hungrigen dein Brot und hilf dem Elenden in seiner Not. Führ den Obdachlosen in dein Haus und
statte den Nackten mit Kleidern aus. Wer von deinem Fleisch und Blut, mit dem teile dein Hab und Gut, dann bricht deine Morgenröte an und deine Heilung schreitet schnell voran. Gerechtigkeit ist vor dir rasch zu Fuß und meine Herrlichkeit bildet dann den Schluss. Wirst du dann deine Stimme heben, wird dir der Herr gleich Antwort geben. Schreist du dann gar heftiglich, so sagt Gott, siehe, hier bin ich. Auf eine Frage sind wir ganz versessen, wie halten sie's denn mit dem Essen? Es gilt der Lehrsatz, sag mir, was du isst, und dann sag ich dir, wer du bist. Da führt kein Weg mehr zurück, die Diät entscheidet des Menschen Lebensglück. Zucker, Weizenmehl und des Fleisches Wohlgerüche kommen direkt aus des Teufels Küche. Vegetarisch oder auch vegan steht heute auf dem Speiseplan. Für den einen kommt nur biologisch in den Topf, für den anderen nur Fastfood in den Kropf. Mit Messer und Gabel retten die einen die Welt und die anderen wollen essen für wenig Geld. Der Aufruf, durch Verzicht das Klima schone, interessiert den anderen nicht die Bohne. Und darum verkünden die klugen Köpfe schon, Ernährung, das ist die moderne Religion. So mancher hat sich im Stillen gedacht, dass Luther dem Fasten den Garaus gemacht. Den eigenen Leib mit Hunger zu plagen, in jenen kommenden 40 Tagen, das ist doch nur ein römischer Brauch. Die Evangelischen füllen beherzt ihren Bauch. Denn wenn einen drückt das Hungergefühl, ist es Alltagsstress häufig zu viel. Da wird man grantig und sauer das Gemüt und daher Streit und Zwietracht schnell aufblüht. Gott will nicht, dass ich Kalorien zähle und meine Nächsten mit meinen Launen quäle. Niemand wird frömmer bei leeren Töpfen, mit sauren Mienen und mit hängenden Köpfen. Da stimmen Prophet und Luther überein. Des Nächsten Nutz kann mein Fasten nicht sein. Ist daher Schluss mit Hungerpausen, soll die Christenheit nun fröhlich schmausen. Genießen wir die neue Freiheit mit Behagen und füllen uns recht voll den Magen. Und gegen den Durst ins volle Glase tauchen wir recht tief die Nase. So geht's im Karneval hoch her, am Aschermittwoch ist dann der Beutel leer und der Herrgott aus seiner himmlischen Ruhe lächelt dem Ganzen dann väterlich zu. Gott bringt uns heute in Verlegenheit. Statt Fasten will er Gerechtigkeit. Nicht auf unser Essen und unser Verzichten sollen wir unsere Gedanken richten. Ich kann dem anderen etwas geben, was der ganz dringend braucht zum Leben. Ich kann fördern mit meinem Geschick eines anderen Lebensglück. Doch unsere Sicht ist grad blockiert und ganz auf Beschränkungen fixiert. Wir sehen deutlich, was uns fehlt. Doch ist der Verlust das, was zählt? Gott unseren Blick ganz anders lenkt. Hey, hab ich dir nicht Spielraum geschenkt? Lasst euch doch dazu einladen, einmal 7 Wochen ganz ohne Blockaden. So manche Grenze fällt mir schwer, doch ist mein Herz noch längst nicht leer. Ich hab doch was zu verschenken und kann an all die anderen denken. Wie kann ich selbst großzügig geben, ohne was zu verlieren in meinem Leben? Finde ich den Spielraum in dem Verbot, bricht an bei mir Gottes Morgenrot. Ach Herr, du schaffst gar große Sachen, kannst mich doch auch jetzt heile machen. Ich will nicht mit verengtem Blicke leben, sondern nach der Weite streben. Das wäre ein Fasten, könnten wir erleben, wie unsere Gemeinden nach Weite streben. Wenn wir beraten mit Behagen, wie wir dem Virus ein Schnippchen schlagen. Wir haben 40 Tage Zeit und damit viel Gelegenheit.
Wir haben unzählig viele Stunden, unseren eigenen Spielraum zu erkunden. Probieren wir aus, was wir noch nie getan. Dann bricht Gottes Morgenröte an. Vielleicht füllt sich dann auch jene Leere, über die ich mich bei Gott so gern beschwere. Bin ich so richtig im Ausprobieren drin, füllt sich mein Leben auch mit Sinn. Ich denke, wir verstehen schon, Gott ruft uns aus der Isolation. Ihr lasst es euch nun nicht verdrießen, könnt euch beim Fasten mit anschließen. Ihr bleibet Gottes Ruf dann treu, macht einfach jeden Tag was neu. Gottes Fried, so viel höher und breiter als unsere Vernunft, bewahre uns weiter. Die Herzen, die Sinne und auch die Gedanken, das soll nun gelten, ohne alles Wanken. An diesem Tage, in dieser Woche und allen Zeiten, die folgen noch. Und das sei bekräftigt in Jesu Namen mit einem herzlichen, kräftigen Amen. Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Wir greifen dieses Thema auf mit dem Lied 420. Zunächst einmal haben Sie wieder die Möglichkeit, per Überweisung zu der Kollekte dieses Gottesdienstes beizutragen. Inzwischen gehen schon auch tatsächlich bei uns Kollekten ein. Darüber freuen wir uns sehr und danken ganz herzlich allen, die unsere Gemeindearbeit mittragen. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Markusgemeinde. Bitte denken Sie dran, beim Verwendungszweck das Datum, den 14.02. mit anzugeben. Der nächste Gottesdienst, der erste Sonntag in der Passionszeit in Vukavit, wird auch wieder ein digitaler Gottesdienst sein und wir freuen uns, wenn Sie da auch wieder mit dabei sind. Ich weise auch schon mal darauf hin, dass unser Kirchenvorstand jetzt eine endgültige Wahlliste für die Kirchenvorstandswahl im Juni zusammengestellt hat. Die Namen der Menschen, die wir für diese Wahlliste vorschlagen, finden Sie auf unserer Homepage. Bitte schauen Sie sich es dort an oder eben auch in unserem Gemeindebrief, den Sie in diesen Tagen erhalten haben. Dann möchten wir heute noch mit einer Familie gemeinsam trauern. Familie Snellmann, Sie haben Ihren Vater, Schwiegervater und Großvater verloren und wir möchten hier gemeinsam mit Ihnen an diesen Menschen denken. Roland Wolfgang Barreis wurde am 24. November 1944 in Calw geboren. Nach schwerer Krankheit verstarb er am 11. Dezember in Frankfurt in seinem 77. Lebensjahr. Wir haben ihn in der vergangenen Woche auf dem Friedhof in Oberhöchstadt beerdigt. Wir wollen an ihn und seine trauernde Familie in der Fürbitte denken. Und so lasst uns nun gemeinsam beten. Gott, neige deine Ohren zu mir.
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, sonst geht es nicht. Nicht im Schnee und nicht in der Kälte, nicht in der Quarantäne und nicht in der zu vollen Wohnung. Neige deine Ohren und sei mir ein Fels und lass mich atmen. Gott, wir haben doch schon so viel gefastet. Hilf aushalten, bitte. Hilf beim Vermissen. Corona-Passion, was ist dein Fasten, an dem du gefallen hast, Gott? Wo ist da dein Spielraum? Spielraum ohne Kostüme, ohne Fest. Wir tanzen nur in der Küche. Hilf spielen durch die Ferne. Gott, wir sind in Klausur schon so lange. Die Nerven sind abgewetzt, wartemüde und hoffnungsscheu. Wie lange noch? Hilf mitleiden, bitte. Für die ohne Wohnung, für die auf der Pflegestation, für alles, was ausfällt, für das Lokal an der Ecke. Für die Menschen, die um einen Menschen trauern, für den Menschen, der gestorben ist. Gott, du mein Fels und meine Burg, meine Stärke, bist das Beste an mir. Danke, dass ich liebe, koche und bete. Hilf, Grenzen hinzunehmen, bitte, und erlöse uns dann irgendwann. Und zeig mir, wer ist wichtig? Ohne wen komme ich nicht durch diese Zeit? Wer lacht, wenn ich lache? Und nachts und auch am Telefon? Geh mit Gott, bitte. Komm einfach mit. Und wir beten gemeinsam das Gebet, das wir von Jesus gelernt haben. Vater unser, aus dem Gesangbuch EG Plus singen wir jetzt das Lied 33, Herr, dein guter Segen. Thank you.
dass Sie in der kommenden Woche Ihre persönlichen Spielräume erkunden können. Dazu will Gott Sie segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr nehme sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden.